Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der virtuellen Landwirtschaft und Bildausgabegerät nach Schattierung. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Reshade-Video. Und zwar hat mich in letzter Zeit sehr, sehr oft die Frage erreicht, ob denn Reshade überhaupt mit eurem Setting funktioniert, ob eure Grafikkarte gut genug ist, ob eure CPU gut genug ist, welche Einstellungen ihr denn im LS vornehmen sollt, und dafür ja, ist heute das Video einfach da. Ich will euch mal zeigen in einem Praxistest, wie sehr Reshade euer System belastet. Und um uns dazu mal alle so ein bisschen aufeinander zu bringen, blende ich euch jetzt einmal meine Hardware ein. Das ist eine AMD Ryzen 7 3700X. Ich habe 16 GB RAM. Meine Festplatte ist eine Samsung SSD 360 Evo mit 500 GB. Meine Grafikkarte ist eine RTX 3060 Ti von MSI mit 4 GB. Und mein Betriebssystem ist Microsoft 10 Pro. Des Weiteren schauen wir noch mal ganz kurz in die Grafikeinstellungen, wenn ihr dazu meine Grafikeinstellungen mal ein bisschen genauer sehen wollt, ist jetzt in der Infobox ein Video, da habe ich das schon mal gezeigt. Das sind jetzt aktuell meine Streaming-Einstellungen, da habe ich alles ein kleines bisschen runter, weil Streaming ja noch mal ein bisschen eine andere Geschichte ist, alles ein bisschen ja, ressourcenintensiver, und dann muss es ja durch die Internetleitung noch alles nach draußen. Ihr seht, ich habe zum Beispiel Schattenqualität ein bisschen runtergedreht, ich habe die Objektsichtweiten ein bisschen runtergedreht. Ich habe zum Beispiel die Spiegel beim Streaming auf 0. Ja, wie gesagt, es ist alles ein kleines bisschen runterskaliert und nicht alles auf sehr hoch. Okay, wie sieht jetzt der Test letztendlich aus? Dazu würde ich sagen, um euch das zu klären, springen wir jetzt einfach einmal direkt ins Spiel rein. Und zwar will ich euch ganz praktisch zeigen, wie sehr Reshade eure Ressourcen auslastet. Dazu habe ich jetzt einmal ein Spiel gestartet, ganz normal Standard, ohne irgendwelche Mods, ohne irgendwas. Ihr seht oben auch die FPS eingegrenzt. Ich habe dazu Reshade für euch einmal deinstalliert. Heißt, das ist das ganz normale Standardspiel. Wie gesagt, ohne irgendwas, ohne irgendwelche zusätzlichen Mods, die Elm Creek. Und ihr seht jetzt rechts einmal meine Ressourcenauslastung eingeblendet. Seht ihr quasi das CPU bei 18, 19, ich glaube, ich gehe mal bis 20% hoch ist. Arbeitsspeicher ist bei 51%. Mein Hauptdatenträger C, seht ihr, der ist fast gar nicht ausgelastet. Der springt ab und zu mal auf 2%. Und dann haben wir ganz unten noch die Grafikkarte GPU. Seht ihr die Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, die ist bei 24, 23, 25%, springt also so in dem Bereich. Tut sich auch ehrlich gesagt nicht viel, wenn ich jetzt hier rumfahre. Wir werden jetzt gleich auch sogar mal hier noch ein paar Arbeiten erledigen. Ihr seht also, da tut sich gar nichts. Wir merken uns mal so ein bisschen CPU bei rund 18%. GPU bei, ja, sagen wir mal so 24%. Da ändert sich auch nichts, wenn wir hier in Innenansicht wechseln. Ihr seht auch oben, die FPS bleiben relativ stabil. Das ist bei den Standardkarten, geht das eigentlich ganz gut. Und seht also, wenn wir jetzt gerade mal auf die wichtigen Dinge, die Grafikkarte und die CPU eingehen, was da so ungefähr die Werte sind, die da, wie das System eben ausgelastet ist. Und dann haben wir nochmal das haargenau gleiche Setting, nur dass ich jetzt, ja, ihr seht hier, Mark 10 Shader geladen habe. Ich habe Reshade wieder installiert, habe unseren Shader rein gemacht. Das sind die Standardeinstellungen, mit denen der kommt. Seht also auch, dass das Bild meiner Meinung nach natürlich gleich viel schöner aussieht. Und auch hier blende ich euch gleich den Ressourcenmonitor wieder ein. Es ist ein neuer Spielstand, genau dasselbe. Keine Mods, nichts anderes drauf. Das Standardspiel. Und wir sehen auch hier, CPU ist im Bereich 18-19% ausgelastet. Die Grafikkarte ist im Bereich 23-24-25%. Auch der Arbeitsspeicher ist bei 50%.
Datenträger 0 bis 2%. Und das zeigt uns einfach, dass die Ressourcenauslastung von eurem Computer, egal ob mit oder ohne Reshade, so minimal ist, dass sich das messbar gar nicht feststellen lässt. Das heißt, wenn ihr unter eurem Setting, egal welche Grafikkarte ihr da habt, welche CPU ihr da drin habt, wenn ja, egal welche Einstellungen ihr im Spiel habt, wenn der LS unter diesen Einstellungen läuft, läuft der LS auch mit Reshade. Und ich denke, das sieht man hier definitiv ganz deutlich. Jetzt auch nochmal in Ansicht, da tut sich überhaupt gar nichts. Es gibt einfach andere Faktoren als Reshade, die euer System belasten. Das ist natürlich in erster Linie davon abhängig, welche Grafikeinstellungen ihr habt, ja. Wie hoch ihr die Grafikeinstellungen im Spiel geschraubt habt. Da rate ich euch einfach, ja, wenn ihr ein flüssigeres Spiel wollt, ein bisschen zurückzuschrauben. Oder auch natürlich, ein großer Ressourcenfresser ist einfach, was ihr für eine Karte spielt, wie voll die ist, wie sehr die, ja, wie viel euer Computer da einfach laden muss, wie viel ihr da dran zu arbeiten habt. Also, summa summarum, lasst euch sagen, Reshade belastet euer System nahezu gar nicht. Und egal welches System ihr habt, welche Hardware ihr verbaut habt in eurem Rechner, wenn der LS unter diesen Einstellungen läuft, dann läuft er auch mit Reshade. Okay, das soll es dann mal von hier gewesen sein. Guckt gerne die anderen Reshade-Sachen bei uns auf dem Kanal. Ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.